So, mein lieber Darius, jetzt muss ich hier doch hier mal ein Reaction-Video machen. Hier, Geheimdienst packt aus. Das ist so eine krasse Überschrift. Da muss ich mal schauen, was dahinter steckt. So, ihr Lieben, ich möchte jetzt mit euch auf eine Sache eingehen, die ich für essentiell halte. Was ich euch hier jetzt gleich zeigen werde, darauf werde ich in späteren Videos weiter eingehen, weil es geht um ein Problem, das ich sehe, und das ist Missinformation. Wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, brauchen wir eine möglichst umfassende, neutrale Berichterstattung, damit wir möglichst kluge und rationale Entscheidungen treffen können. Wenn man sich die Berichterstattung aber jetzt in der Ukraine-Zeit anguckt, dann ist das alles andere als neutral, es ist nicht objektiv, sondern wir haben immer, und das werde ich euch in dem Bericht zeigen, eine subjektive Note, die mitschwingt. Wir bringen beispielsweise ungefragt News einer Seite, ohne dass wir diese prüfen, nutzen dann den Konjunktiv, aber implizieren, dass die Nachrichten dieser einen Seite, die davon profitiert, wenn wir Lügen glauben, dass die blind einfach übernommen werden. Und deswegen will ich mit euch eingehen und jetzt starten mit einem Artikel, Geheimdienst, wie der Westen im Ukraine-Krieg die Wahrheit verdreht. Und dieser Bericht ist absolut, absolut schockierend. Ein Schweizer Geheimdienstoffizier erklärt nun aus dem erhöhten... Ja, okay, Moment. Muss ich mal kurz sagen, okay, was ist das für eine Zeichnung? Woher kommt dieser Bericht? Ja, ich kenne diese Zeitung, diese Quelle gar nicht. Also das ist ja mal immer das, wo ich sagen muss, okay, man nutzt irgendwelche Quellen, die jetzt mir oder dem geläufigen Durchschnittsbürger in Deutschland ja eigentlich gar nicht bekannt sind. Also wir kennen unsere 3, 4, 5, 6, 7 Tageszeitungen oder was auch immer, oder alternative, diverse Channel, multiple. Aber was ist jetzt das zum Beispiel hier für ein Ding? Ja, also Express, ja, was ist das? Ich habe noch nie von Express gehört, also es ist halt irgendwie eine Zeitung. Portal Grayzone, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine bisher an den USA und an Großbritannien gescheitert sei. Ziel der USA und Europas sei es, Russland um jeden Preis politisch zu isolieren und wirtschaftlich zu brechen. Dafür werde die Ukraine zynisch missbraucht. Ich möchte, dass ihr das alles versteht, was ich hier gerade sage, und das ist eine Sache, die an Grausamkeit und Doppelmoral nicht zu übertreffen ist, ist, dass hier gesagt wird, das ist eine Sache, die hat neulich Frau Wagenknecht gezeigt in einem Video und hat das bewiesen, aber nochmal, das ist inzwischen ein Fakt, dem nicht mehr zu widersprechen ist, der Westen, unter anderem vor allem Boris Johnson, reiste mehrfach nach Kiew und bat Zelensky darum, und das ist das Traurige eigentlich daran, mit der Begründung, wir sind nicht bereit für Frieden. Bitte mach weiter und stellt ihm in Aussicht, dass dieser ganze Krieg weitergeführt werden könne oder solle sogar, damit am Ende Zelensky damit profitieren wird. Man versprach ihm, es werden verschiedenste Gebiete zurückerobert, aber nur, dass ihr das versteht, wenn ihr gegen Frieden seid, etc. Wenn ihr sagt, das ist mit einem Putin nicht möglich, dann möchte ich, dass ihr versteht, dass die Friedensvereinbarungen feststanden und der Westen, allen voran Großbritannien, dafür gesorgt hat, dass das nicht eintrifft. Wer die Aussagen des ehemaligen Schweizer Geheimdienstoffiziers, NATO-Beraters und Buchautors Operation Threat, Jacques Le Bon, auf dem Investigativportal Grayzone liest, dürfte die Welt wohl nicht mehr verstehen. Seine Äußerung passt nämlich so gar nicht in jenes Bild, das im Westen vom Krieg und der Ukraine, insbesondere aber von Russland und Kreml-Chef Wladimir Putin, gemalt wird. Mit anderen Worten, Bouts Darstellung des Ukraine-Kriegs widerspricht der Berichterstattung der meisten westlichen Mainstream-Medien völlig. Ich werde hier nochmal in den nächsten Tagen dazu Berichte veröffentlichen, aber ohne dass ich dazu tief drauf eingehe, die AfD unter anderem mit den Nachdenkseiten haben gigantisches Material veröffentlicht, wo gezeigt wurde, und das ist ein Leak, der zu wenig beachtet wird. Das ist etwas, was jeder eigentlich posten sollte, weil unsere Medien nachdrücklich dazu aufgefordert haben, die Wahrheit zu verdrehen. Sie haben hier gefordert, dass man die Mitbürger, die Steuerzahler, eigentlich das Volk in das Licht führt, dass man eigene Entscheidungen verdeckt durchführen könne. Das ist etwas, und das sage ich euch jetzt, sobald ihr wollt, ich werde jeden kleinen YouTuber unterstützen, der diese Nachricht teilt. Schreibt mich an auf Instagram unter Darius Shabani Official, ich werde euch das verlinken. Aber hier müssen wir gegen vorgehen, weil das ist die mit Abstand erschreckendste Entwicklung, die wir in der Meinungsfreiheit und in unserem demokratischen Empfinden haben, die da gerade gebrochen wird. Nichts sorgt so sehr für eine Veränderung eines Systems wie das Wort. Es muss etwas erst ausgesprochen werden. Es ist meistens eine Idee, die ein Volk dazu bringt, Sachen verändern zu wollen. Es ist keine Gewalt, das, was man immer sagt, oh, hier die Rechten, die machen dies und jenes. Nein. Das Gefährlichste für die Leute, die an der Macht sind, ist das Wort und eine Idee, die von mehr Freiheit und mehr Wohlstand für den Einzelnen schwärmt. Das ist das Erste, was sofort unter Kontrolle gebracht werden muss. Und deswegen ist das, was hier passiert, dass Berichterstattung einseitig und nicht objektiv passiert. Das Also Leute, ich werde jetzt einfach nochmal hier kurz mit Kamera. Ich hatte vorhin die Kamera nicht an. Ja, also ich verlinke euch mal diesen Beitrag hier unten. Ich finde das manchmal schon ganz nett, was er so mit ja, hier so und also bin jetzt gerade irgendwie, habe keine. Jo. Und das ist letztendlich in so einer Auseinandersetzung, ja,
da natürlich mit allen irgendwelchen Mitteln gekämpft wird. Ja. Medien, ein ganz großer Ding, ja. Wirtschaftliche Sachen und so weiter. Ich meine, der kleinste Kampf ist letztendlich der, den wir quasi sehen, der berichtet wird, der mit Patronen ausgeführt wird, ja, oder mit Raketen oder irgendwie so ein Gedöns, ja. Die viel größeren Kämpfe, ja, die sind drumherum, das sind wirtschaftliche Medien, Nachrichten und so weiter. Also, das ist immer schon so gewesen und das ist natürlich ganz klar. Also, ich frage mich halt immer nur, woher er die Quellen halt nimmt, ja, also diese ganzen, ich etwa gar nicht, weiß ich. Ich bin ja ganz ehrlich gesagt also komplett überfordert, ja, also diese ganzen Informationen jeden Tag, die da auf einen einströmen, ja, also ich überlasse es auch gerne so jemanden, dass er da sich Mühe gibt und da Arbeit reinsteckt und so weiter, aber ja, ich verlinke euch das mal hier und wenn ihr da eine Meinung dazu habt, könnt ihr gerne kommentieren. Bis dann, tschüss.